Hi, ich bin Zorm und ich finde das wunderbar, dass ihr dabei seid beim zweiten Chaos Communication Slam. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, denn beim ersten Mal ist es noch ein Unfall, beim zweiten Mal wird es eine Tradition und drei ist eine Party. Ich habe richtig Bock drauf. Wir machen heute einen Dichterwettstreit hier und so ein bisschen einer, der aus der Norm fällt. Denn ein normaler Poetry Slam hat Regeln und die möchte ich auch gleich erklären. Aber irgendwie ist die Bühne gerade noch leer und ich werde das hier nicht alleine durchziehen, denn wir wollen hier nicht Frontbeschallung machen. Denn wie war dieser schöne Kommentar unter dem YouTube-Video vom letzten Jahr, der Moderator redet zu viel. Ist irgendwie mein Job, dachte ich so. Aber ich dachte, wir mischen das mal ein bisschen auf. Und ich habe mir einen Experten gesucht, denn dieses Jahr wollen wir auch so ein bisschen die Punktemessung für die Beiträge ein bisschen anders machen. Wir wollen mal schauen, wie weit können wir da technisch gehen? Was können wir da nochmal rauskitzeln? So. Wir werden spannende Applauswertungen machen. Das werden wir gleich sehen. Aber zuerst möchte ich meinen Co-Moderator auf die Bühne holen mit seinem speziellen Messgerät, das uns gleich weiterhelfen wird. Leo, komm doch mal auf die Bühne. Wo bist du eigentlich? Stell es vorsichtig ab. Ich glaube, das ist zerbrechlich. Es ist sehr teuer, ja. Es ist sehr teuer. Mach's noch nicht auf. Wir wollen es euch noch nicht verraten. Ich möchte... Ist so ein bisschen gleich wie bei Pulp Fiction. Wir machen den Koffer auch und dann leuchtet es ganz toll. Aber erstmal, was ist ein Poetry Slam? Ein Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit, wo Künstler mit selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne gehen. Dabei gibt es ein paar kleine Regeln. Jeder Beitrag, der hier ist, muss auch selbstgeschrieben sein. Das heißt, wenn du Goethe oder Schiller vortragen willst, dann musst du halt Goethe oder Schiller sein. Wir rechnen nicht damit. Dann musst du so kommen, wie du bist. Das ist so ein bisschen Chaos-Style. Du musst hier nicht als Papst oder Weihnachtsmann verkleidet kommen, außer natürlich, du bist der Papst oder Weihnachtsmann. Wir rechnen auch damit nicht. Eine weitere Regel ist, aber die werden wir heute brechen, dass Gesang nur erlaubt ist, wenn er ganz schräg und witzig ist und du vielleicht auch nicht so gut dein Instrument beherrschst. Aber das ist auch so eine Regel, die brechen wir heute mal. Aber das Wichtigste, es ist ein dichter Wettstreit. In den 6 Minuten, die Künstler Zeit haben, ihre Texte vorzulesen, seid ihr die Schiedsrichter, nicht wir hier auf der Bühne. Und wir werden das heute machen mit einem Spezialgerät, was wir mitgebracht haben aus dem Log. Nämlich werden wir eine Applausmessung machen. Und wir müssen uns ja schon mal so ein bisschen eingrooven ins Klatschen, ja, alle, damit es gleich richtig losgeht. Ne? Ich mache das Gerät schon mal auf, dann kannst du dich aufwärmen. Mach es schon mal wartungsbereit. Mach es schon mal... Oh, nicht hingucken. Deswegen, also Folgendes. Ein Poetry Slam wird normalerweise bewertet mit einer Punktzahl von 1 bis 10. Und das kann man natürlich auch so ein bisschen im Applaus abbilden. So ein durchschnittlicher Text, das ist eine 5. Darunter werden wir heute definitiv nicht gelangen. Aber wie würde denn hier so in Leipzig bei, ich weiß nicht wie viel tausend Leuten das hier bestimmt alle sind, die ich nicht sehen kann, wie klingt denn bei euch so ein 5-Punkte-Applaus für so einen mittelmäßigen Text, der war so, okay. Oh, ja, eich das Gerät mal. War gut eingepegelt, ja? Ja. Okay, da haben wir die 5, das ist schon mal gut. Dann hätte ich jetzt gerne mal von euch, jetzt werden wir gleich zu was ganz Bösen kommen, nämlich einem Ein-Punkte-Text. Das wird nicht passieren. Aber so ein Ein-Punkte-Text, der hat eure Mutter beleidigt, der wurde dreimal abgebrochen und am liebsten verlasst ihr alle schreiend, Feuilleton schreiend, diesen Saal. Wie klingt denn bei euch so ein Ein-Punkte-Applaus? Bitte, mit Husten. Ja, Entschuldigung, bitte nicht darauf kalibrieren, da haben wir einen kleinen Messfehler nämlich sonst gleich, denn ja, es gibt eine Regel, die ist ganz wichtig beim Poetry Slam und zwar Respect the Poets. Das heißt, auspfeifen oder buhen, das finden wir nicht cool, im Zweifelsfall klatscht nur ganz wenig und jetzt nochmal mit Husten bitte. Ja, das ist besser. Ja, ist schon übel, das zerstört schon Seelen im Nachhinein so. Damit haben wir jetzt das untere Limit. Was? Damit haben wir jetzt das untere Limit, ne? Ja, das untere Limit haben wir jetzt. Aber wir wollen jetzt schon einmal uns ein bisschen aufheizen, ein bisschen aufgeregt sein, damit ihr genauso hibbelig seid wie ich auf der Bühne gerade. Deswegen fangen wir nochmal beim 5-Punkte-Applaus an, bitte. Und lass uns einmal hochsteigern auf 6 Punkte. Und auf 7 Punkte. Auf 8 Punkte. Auf 9 Punkte. Stopp! Gänsehautmoment. Jetzt kommt ein 10-Punkte-Applaus gleich, ein 10-Punkte-Applaus. Das war ein Text, der war so gut. Ihr wollt den Poeten mitnehmen, ihr wollt ihn euch zu Hause in den Schrank stellen. Und wenn ihr Lust habt auf einen Text, dann macht ihr die Tür auf und dann steht er da und er liebt euch und er liebt auch deine Mutter. Es ist ein so toller Text gewesen. Ihr wisst nicht, ob ihr weinen oder lachen sollt oder alles gleichzeitig oder ihr tut es. Wer weiß es schon, ein 10-Punkte. Das ist wie so ein guter Drogentrieb, so ein 10-Punkte-Text. So. Und deswegen möchte ich jetzt einmal hören, lieber 36C3, wie klingt ein 10-Punkte-Applaus?
Aller Charlie, du. Kann der überhaupt so lang? Also kann er? Also es reicht gerade, ja. Also der kann, aber also ich hab das nur für eine 9,5 gemessen, ne? Also ich glaube, naja, das werden wir gleich nochmal ausprobieren, das kriegen wir gleich nochmal besser hin. Okay, keine Sorge, da bietet sich noch eine Chance hier. Ja gut, jetzt haben wir eigentlich schon alle Regeln erklärt. Wir haben irgendwie so, wir haben auch so langsam die Poeten, sehe ich ja teilweise schon vorne in den Reihen, ein bisschen hibbelig werden so. Aber, das ist ganz schön ungemütlich, ne? Ja, und so viel helles Licht. Also ich meine, es kommen ja gleich Gäste, was sollen die denn denken? Wir wollen ja keine schlechten Gastgeber sein, aber wen ruft man denn da jetzt an, wenn man so... Ich glaube, das ist eine Aufgabe für die Logistik. Zierer Logistik, ne? Ich glaube, das Lok kann da was machen. Ah! Ach, gucke mal! Das hätten wir es geplant. Ein Applaus für die Logistik! Also dafür, dass das mit Lampe ist, war das ganz schön wenig. Die Lampe mussten wir extra bei Vicky Packer klauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ihr da sitzen wollt, aber... Ja, dreht das doch mal. Ja, guck mal. Ach, gucke mal. Das ist doch schön. Paletten als Tisch. Ist das hier eine Studenten-WG? Gleich viel wohnlicher. Da habe ich direkt Bock, eine These zu schreiben. Ranzige Couch und Paletten-Tisch. Vielen Dank an die Logistik noch einmal. Und wir wollen es natürlich auch ein bisschen spannend machen für die Poeten, denn es ist immer noch ein kleiner Dichter-Wettstreit. Und dafür haben wir natürlich auch was dabei. Ach, guck mal, die haben ja auch noch ein kleines Nachtlicht. Als großen Preis für den zweiten Chaos Communication Slam gibt es natürlich, wie immer, wie jedes Jahr, aus meinem kleinen Beutelchen eine gute Flasche Schnaps. Da ärgert ihr euch, dass ihr nicht mitgemacht habt. Gut, die Geräte sind eingeeicht. Ja, ich denke, ich kann zufrieden sein. Die Poeten sind startklar. Die Reihenfolge ist fast zufällig. Und sie wissen nicht so recht, wer kommt jetzt als erstes auf die Bühne. Aber ich habe mir gedacht, als ich diese zufällige Reihenfolge komplett zufällig ausgewählt habe, so... Wäre es nicht schön, wenn es auch Menschen sind, die ein bisschen erfahrener sind? So, wir haben heute alles dabei, von Leuten, die beim letzten Slam zum ersten Mal auf der Bühne standen, bis zu, ich möchte fast sagen, bekannten Namen, die ich immer wieder vergesse. Aber als allererstes auf der Bühne möchte ich begrüßen, aus der schönen Förderstadt Flensburg, Pia Stürmer. Und den Applaus halten! Hier, das ist dein Mikrofon. Wir machen eine Expressrunde, um die Künstler etwas kennenzulernen. Du hast 2 Minuten, wenn du halt loslegst. Herr Moderator, liebe Jury, liebe Zuschauende, Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Kolleginnen, liebe Zuschauende, die Speaker im Opening haben in ihrer Ansprache zur Lage der Veranstaltung davon gesprochen, dass wieder Kongress sei. Ja, da muss ich Sie doch fragen, was hat denn schon vor Monaten... Wer hat denn schon zu Zeiten des Camps darauf hingewiesen, dass dieser Zustand absehbar ist? Dass auch dieses Jahr wieder tausende unschuldige Nerds von ihren Familien nicht verstanden werden, weil sie zum Kongress fahren. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Zeit, wir hätten ja Zeit, es ist ja noch nicht 37C3. Seit Jahrzehnten ist dieses soziale Problem bekannt. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass der gegenwärtige Zustand unvermeidbar ist, wenn nicht unverzüglich. Aber ist ja nicht, weil diese Regierung ja noch nie. Ich wiederhole hiermit unseren Antrag vom 25.08. diesen Jahres. Wann wird die Hackerethik endlich ins Grundgesetz aufgenommen? Wie lange noch sollen Hacker in ihrem Tun verkannt bleiben? Schon viel zu lange haben wir es uns gefallen lassen, dass in öffentlichen Daten... gemüllt wird, dass da öffentliche Daten geschützt, private Daten genützt werden. Schon viel zu lange wird in unseren Daten rumgemüllt. Dieser Regierung fehlt einfach der moralische Kompass in der Digitalisierung. Ja, liebes Haus, Sie dürfen gerne klatschen.
Wie viele Daten müssen noch ungeschützt bleiben, bis es im allgemeinen Verständnis angekommen ist, dass man Bytes nicht verhaften kann? Ja, ich höre Sie wieder sagen, wir werden gleich mit Terror rechnen. Hauptsache, wir haben Vorratsdatenspeicher. Aber es ist ja genau die Einstellung. Ist doch wahr. Vielen Dank. Wir nehmen diese Messung gleich mal auf. Was haben wir da auf der Skala? Ja, das ist so eine... Ich denke, das kann man als 6,1 interpretieren. Ja, das ist eine solide 6,1. Vielen Dank dafür schon mal. Eine gute Vorstellung. Ja, und jetzt ganz bequem einfach auf dem Sofa sitzen und in die ganzen Gesichter von euch gucken. Ist doch auch was Schönes, oder? So, als nächstes. Wie gehen wir als nächstes vor? Was haltet ihr von geografischer Sortierung? Das ist doch witzig. Lass uns ein Stück weiter in den Süden gehen. Was ist südlich von Flensburg? Eine ganze Menge. Aber das weißt du, Fischkopf, ja nicht. Ja, ich komme da nicht so oft weg. Ich kenne doch nur Leipzig. Ja, nun gut. Aber ich habe gehört, in Schleswig-Holstein gibt es auch diese schöne, schöne Hansestadt dieses Mal. Die Hansestadt Lübeck. Bekannt für Marzipan und das Chaotikum, habe ich gehört. Tolle Hackerspace. Und aus diesem Hackerspace möchte ich jetzt auf der Bühne begrüßen mit einem tobenden Applaus Fabi! Ich habe hier gerade so einen Zettel aufgesammelt, der lag hier unten. Ich könnte das jetzt einfach nochmal vorlesen, was wir da gerade hatten. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Stattdessen dichten wir zumindest ein paar Titel von Kinderliedern um, bevor wir zu einem Limerick in alphabetischer Reihenfolge kommen. Ich glaube, das ist wichtig, bin ich auch nicht sicher. Naja, wir sind in einer politischen Zeit, wir sollten auch mal Kinderlieder ein bisschen politisch anpassen. Deshalb wird aus alle meine Entchen schwammen auf dem See, da sie an dem nicht tiergerechten Brot gestorben sind. Naja, alle Vöglein sind schon da, denn sie müssen aufgrund der Erderwärmung nicht mehr in den Süden fliegen. Ja, bleibt erstmal so, ist okay. Nun zu einem Limerick in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Limerick hat mehrere Titel, weil ich mich nicht darauf einigen konnte, wie es jetzt sein sollte. Naja, das Prinzip wird klar. Alte bedauernswerte Chronik, an Bord Captain, aufgepasst, bayerische Chaoten, Alter bleibt cool, Achtung, bissiges Chamäleon, naja, das Prinzip ist klar. Das Limerick in alphabetischer Reihenfolge. Alpakas bei christlichen Demokraten erschlagen. Fanatiker gehen heute Igel jagen. Kaninchen lieben Mayonnaise nach Osterfesten. Putzig, quirlig, riesige Salate testen. Und Vielfraße wollen xylographische Yachten zernagen. Ich glaube, 2 Minuten waren ein bisschen zu kurz, zu viel, aber na, ist auch okay. Vielen Dank, Fabi. So, was sagt der Apparello? Schwierig. Ja, das ist noch nicht so ganz warm, habe ich das Gefühl. So, ist auch so eine ganz solide so 5,9? Ja. Wir stellen das mal mit einer 5,9 und nein, wir ziehen das ganze Maßband nicht weiter, Fabi. So grob über den Daumen. Ja, dann dafür nochmal einen kleinen Applaus für die 5,9. Wen haben wir denn noch da? Langsam wird mein geografisches Gedächtnis, das funktioniert jetzt langsam nicht mehr, deswegen rufen wir die Leute jetzt einfach in komischen Reihenfolgen auf. Aber als nächstes haben wir einen Künstler, den hatten wir auch schon wie... Euch beide auch letztes Jahr auf der Bühne. Und es freut mich wunderbar sehr, ihn wiederzusehen. Er war vollkommen aufgeregt, als er mir erzählt hat, dass er mitmachen will. Und er wusste ja gar nicht. Aber dann ist er mit dieser tollen Express-Idee-Runde auch noch um die Ecke gekommen. Fang doch nochmal an zu applaudieren. Mach nochmal einen kleinen 5-Punkte-Applaus, weil irgendwie, ich glaube, ihr seid noch nicht ganz warm. Mach nochmal 5 Punkte. So, 5 Punkte. Und wir springen direkt auf 8, 9. Und jetzt bitte mit einem 10-Punkte-Applaus auf die Bühne. Alex! Und halten, bis er oben ist. Er hat einen langen Weg vor sich. Es ist viel zu lang. 9,8, fast. Ja, habt ihr fast erreicht. Mach's dir gemütlich. Hallo.
den Talk verlassen. Ein schwarzer Bobbycar flitzt an mir von links nach rechts vorbei. Dann passiert es wieder. Selbe Person, selber Bobbycar, von links nach rechts. Oh, ein Déjà-vu. Muss wohl ein Fehler in der Matrix sein. Irgendwo wurde wohl etwas geändert, wie bei Matrix 1. Da ist das Neo auch passiert. Neo, dem Auserwählten. Von mir als Auserwählten gibt es nur eine Version. Im Sportunterricht. Als Letzter. Die Letzten werden aber die Ersten sein, ich sag's euch. Ich bin der Erste, der nicht explizit erwähnt, dass er Arch Linux benutzt, by the way. Arch Linux, das A, steht für Attraktivität. So wie die eine Person, in die ich mich einmal verguckt hatte. Doof geguckt hatte ich auch, als ein Kollege dann meinte, viel Erfolg mit deinem Migrationsproblem. Ich bin zwar kein Rassist, aber ich werde wohl doch noch in aller Öffentlichkeit sagen dürfen, dass ich Probleme mit Datenbankmigration habe. Migration applied, go to line 10. Arch Linux, das A steht für Alltag. Ich bin der Zweite, der nicht explizit erwähnt, dass er Arch Linux benutzt. By the way. Vielen Dank. Auf was läuft das Maßband eigentlich? Woher soll ich das wissen? Weiß ich nicht. Ich sehe da nur Zahlen. Ist das ein Windows oder warum dauert das so lange? Ja, das. Ja. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass dieser Text eine 7,2 bekommen hat. Vielen Dank dafür, Alex. Das notieren wir und schreiten fort zu einer Spontaneinreichung. Das freut mich immer, wenn Leute auf mich zukommen und richtig Bock haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und dann freut es mich noch mehr, wenn es Leute sind, die von weit angereist kommen und dann auch noch sagen, ey, ich, das ist mein Format, Poetry Slam, richtig Bock drauf. Und deswegen begrüße ich ihn. Er hat einen weiten Weg gehabt und ich möchte noch mal erinnern, er wird einen weiten Weg auf die Treppe gleich hier oben haben. Deswegen gibt man noch mal richtig Feuer für Valerio. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich weiß, man hört es nicht so mega gut, aber ich bin aus der Schweiz und ich dachte, ich habe euch jetzt ein bisschen einen Text dabei, einen kurzen, um mich vorzustellen. Ich erzähle nämlich sehr gerne natürlich in diesen zwei Minuten, die ich habe, von meinem schönen Land, das ist nämlich wirklich super schön, beziehungsweise von der Kleinstadt, aus der ich komme. Bei uns in der Kleinstadt, da gibt es einen Tierpark. Und in diesem Tierpark, da bin ich kürzlich zu Sonnenaufgang mit Freunden durchgetorkelt, so ein bisschen angetrunken. Und da ist uns aufgefallen, dass Rehgehege ein mega schönes Wort ist. Und aus dieser Erkenntnis habe ich diesen kurzen Text geschrieben. Ich pflege rege Rehgehegewege. Eben Rehgehegewegepfleger. Doch wegen Regen werden Rehgehegewege eben schräger und umpflege ich im Regen Rehgehegewege. Ungepflegte Rehgehegewege regen eben jene, deren Wege über Rehgehegewege laufen auf. Aufgeregte Rehgehegewege habe ich eben eher weniger Lust. Eben deswegen pflege ich eben rege jene Rehgehegewege auch mit schrägen Rehgehegewegen wegen Regen eben auch im Nebel eben will mein ganzes Leben Rehgehegewege pflegen. So, vielen Dank. Das Gerät wird ganz heiß. Es schlägt aus, der Apparillo. Wollen wir auch mal länger ziehen hier. Das ist schon eine harte Sache, du. Sag mal hier, Hando. Kurze Zwischenfrage, solange er ausmisst. Wer hat es verstanden? Erstaunlich viele Hände gehen hoch. Vielleicht ist es das Echo hier, dass ich das hier nicht, wer weiß das schon. Ich würde sagen, da haben wir eine ganz stabile 9,0. Dafür einen riesen Applaus, das ist echt Hammer. So, ich habe euch versprochen, wir brechen das Format Poetry Slam heute mal ein bisschen, indem wir auch Musik auf die Bühne bringen.
Und dafür gibt es jetzt einen kleinen Umbau, den ich mal ein bisschen durchmoderieren werde. Aber doch, das ist auch kein Problem. Denn als mir erzählt wurde bei unserem nächsten Poeten, was für schöne Lieder und Texte er schreibt, da konnte ich nicht anders sagen als, komm, ey, dieses Format, uns sind eh so viele Leute abgesprungen und ich war eh so, oh mein Gott, wird diese Veranstaltung stattfinden? Wenn dann jemand kommt und sagt, ich schreibe selber witzige Lieder, da kann ich nicht Nein sagen. Da kann ich nicht sein. Und deswegen, es gab schon eine schöne Geschichte alleine, wie es dazu kommen konnte, dass wir überhaupt eine Gitarre hier heute Abend haben. Aber das kann er eigentlich auch gleich selber noch erzählen. Deswegen, ich glaube, wir sind eigentlich so gut wie ready. Ich hätte mir was Besseres zum Übermoderieren überlegen sollen. Wer von euch kann denn das Jeopardy-Theme pfeifen? Uiuiuiui. Das ist so schräg, auf der Bühne würde ich es durchgehen lassen. Das muss das Echo sein. Das muss das Echo sein. Das ist gern. Hört Jeopardy-Theme. Und jetzt Last Christmas. Ich glaube, mindestens zwei mit Last Christmas waren schon dabei. Stopp! So, ist gut! Danke. So, Dankeschön für diese große Pause. Und wir grüßen jetzt mit diesem Enthusiasmus auf der Bühne Kin. Hi. Dieses Maßband hat definitiv Rolling Release. ja, das war's noch nicht. Die Geschichte erzähle ich nachher, wie ich diese Gitarre bekommen habe. Das ist nicht meine, das war ganz lustig. Erstmal ein Lied über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens in 2 Minuten über Mousse au Chocolat. Von Jahren haben wir uns gewundert, fragt deine Vorfahren, im letzten Jahrhundert hat's Pudding gegeben, Vanille, Eis, Honig blieb kleben, im Ernst, was für'n Scheiß. Erfindungen kamen, Erfinder, die gingen, gewisse Ausnahmen sind in allen Dingen, doch was uns im Kopf bleibt, ist eine Frage, die Frage, die antreibt an trüberen Tagen. Muss das Mousse denn immer so weich sein? Das hat doch weder Hand noch Fuß, fragt Hippokrates oder Einstein. Muss das Mousse denn immer so weich sein? Ei, was für ein Stoß. Das Mousse. Eine Medaille hat zweierlei Seiten, es gibt den Genuss und das Zubereiten. Wer's kann, darf sich loben, es allen beweisen, den Rest doch mitnichten des Landes verweisen. Ja, es gibt eine Zeit zum Trauern und eine zum Lachen, du kannst nicht alle jederzeit glücklich machen. Doch was bleibt bestehen, wenn die Welt vergeht? Die Frage, die steht. Muss das Mousse denn immer so weich sein? Das hat doch weder Hand noch Fuß, fragt doch Sokrates oder Einstein. Muss das Mousse denn immer so weich sein? Ei, was für ein Stuss. Ich komm zum Schluss, dass das Mousse. Vielen Dank, Kim. 2 Minuten auf die Uhr, du. Das war aber echt gut geteilt, mein Junge, du. So, lieber Kongress, liebe Daheimgebliebenen, liebe Leute, die an der Assembly sitzen und streamen. Torben, du hast da was vergessen. Wir müssen noch das Messergebnis interpretieren. Ja, das auch. Ja? Gucken wir doch mal, ob das eben so eine Punktlandung wird, wie das... Achso, was war nochmal Pi? 3 ungefähr. Rechnen wir mal mit 4. Ja, sag mal. Ich glaube, dann sind wir bei 8,1. Bei 8,1, das ist ein Applaus wert nochmal.
Ich fange schon an, vollkommen über meinen Zeitplan zu stolpern, weil ich auf die Uhr geguckt habe, denn wir müssen ja pünktlich auch aufhören. Aber wir haben ja jetzt gerade erst so richtig angefangen. Wir kennen jetzt unsere Künstler, das freut mich sehr. Ihr sitzt hier schön auf diesem orangen Sofa, das ist toll. Aber ich möchte kurz einmal nochmal etwas unterbrechen, weil ihr hattet jetzt so einen kleinen Eindruck. Aber für wen hier im Saal, mal bitte so mit Handmeldung, ist das denn der erste Poetry Slam, auf dem er ist? Ui, und dann kommt ihr hierher. Nun gut, war im Ticketpreis inbegriffen, ne? Wunderbar. Wir müssen zügig weitermachen. Aber ich muss noch etwas verraten, denn neben dieser tollen bestickerten Flasche da haben wir uns gedacht, diese Logistik hat so viel Scheiß über und wir hätten da noch einen anderen Preis, den wir gerne verleihen würden für den heutigen Gewinner dieses Poetry Slams, denn ich möchte jetzt die Jungs und Mädels hier nochmal ein bisschen heiß machen, denn das wissen sie nämlich noch gar nicht. Denn der Gewinner dieses Slams, von euch bestimmt, trägt nicht nur nach Hause diese bestickerte Flasche, sondern auch bekommt von C3 Logistik Freihaus bis an die Fußschwelle geliefert dieses tolle orange Sofa an die Assembly. Das ist doch mal was! Also das ist mindestens ein 10-Punkte-Applaus wert. Wenn Kin gewinnt, bringen wir das dann eigentlich an den Helpdesk, oder? Ich glaube. Ja, der kann das selber abholen, der liefert sich das selbst nach Hause. Das ist das Versprechen, wir liefern es selber, die Lampe müssen wir aber wieder zurückbringen. So, gehen wir mal wieder zurück in den Modus Operandi hier für uns. Denn nach dieser 2 Minuten Kurzvorstellung habt ihr jetzt schon mal einen Eindruck bekommen, was sie hier alle so machen. Aber jetzt geht's ins Eingemachte, jetzt geht's ins Runde 2, jetzt zählt das Ganze aber wirklich. Und wir werden es normalerweise eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge machen, wir werden aber, weil wir heute ein bisschen alles anders spielen, es in derselben Reihenfolge wie eben nochmal starten. Jetzt kommen die 6 Minuten Texte, also maximal 6 Minuten. Sie können auch kürzer sein, aber wenn sie länger werden und ich das auf meiner Stoppuhr sehe, dann fange ich an, so langsam, so ein bisschen unbequem hinter diesen Leuten hin und her zu laufen und sie ein bisschen zu nerven, dass sie mal echt hinne machen könnten. Und so ist es auch Zeit und die Video-Angel war nach Hause. Gut. Wo wir damit das Ganze geklärt haben. Wir würden das Gerät gerne nochmal eineichen. So, nochmal so ein bisschen so, weil wir kommen jetzt in die längeren Textstellen. So. Und deswegen würde ich euch nochmal bitten, ihr hasst dieses Spiel schon, aber jetzt gleich auch mal so mit Füße trampeln und alles. Ich weiß genau, ihr könnt das. Ihr müsst nochmal alles jetzt gleich geben. So, weil jetzt habt ihr die Chance, nochmal richtig hier durch den Tisch zu treten, Leute. Also, fangen wir an. Bitte nochmal einen 5-Punkte-Applaus. Wir gehen auf 7 Punkte, 8 Punkte, 9 Punkte und jetzt mit einem 10-Punkte-Applaus, Pia Stürmer! Ich habe ein bisschen mehr Zeit, mich hier einzurichten. So, jetzt stehen wir vor der wunderbaren Herausforderung, dass ich natürlich ein bisschen mehr Repertoire mitgebracht habe. Ich habe einen dabei, den habe ich letztes Jahr gebracht. Ich glaube, den können wir gleich wegtun. Ich habe jetzt einen Text dabei, der ist ein bisschen mehr Uff. Und ich habe einen, der ist ein bisschen weniger Uff. Viel Uff? Okay, es wird viel Uff gewünscht. Gut, dann viel Uff. Für jegliche Schmerzensgeldanforderungen möchte ich die gleich prophylaktisch abwählen. Ihr seid selber schuld. Folgender Text heißt, weißt du, es gibt Räume, die können wachsen. Und geht so. Ich sitze in einem Raum. Es ist ein Raum mit 4 Wänden, aber nach oben ist er offen. Man sieht den Himmel und 7 Wolken. Auf einer davon habe ich bis vor kurzem noch gesessen. Nicht mehr auf der 7., aber kurz genug darunter. Hoch genug, dass der Sturz tief war und der Aufprall hart. Mein Verstand saß paralysiert neben mir, mein Herz fing an zu rennen. Und ich sah dich, dein kleines Herz und deinen großen Verstand. Und ihr habt die Tür geschlossen. Die Tür zu dem Raum, in dem ich immer noch sitze. Das ist unser gemeinsamer Raum. Er ist groß. 2 Jahre groß. Solche Räume wachsen mit der Zeit. An den Wänden hängen Bilder. Das sind meine Erinnerungen an dich. An uns. Sie hängen nur auf einer Hälfte des Raumes. Auf meiner Hälfte. Deine Hälfte scheint leer. Ich
weiß nicht, wann du angefangen hast, deine Bilder abzuhängen. Du sagst, es sei lange her. Und mein Herz, das rennt. Es rennt von einer Seite des Raumes zur anderen. Das dauert. Der Raum ist ja 2 Jahre groß. Solche Räume wachsen mit der Zeit. Jedes Mal, wenn mein Herz eine Seite erreicht, klatscht es dort gegen die Wand. Und ich zucke zusammen, weil das wehtut. Doch mein Herz steht dann auf und rennt einfach weiter. Es rennt immer weiter und ich sitze da und schaue ihm zu. Mein Verstand hat erst noch bei mir gesessen, auch meinem Herzen zugeschaut und den Kopf geschüttelt. Inzwischen verlässt mein Verstand viel den Raum, macht draußen weiter, versucht Neues aufzubauen, weiterzugehen, zu leben. Er zieht mich mit. Er will nicht, dass ich still sitze und ich will das eigentlich auch nicht. Trotzdem komme ich immer noch zurück in diesen Raum und schaue meinem Herzen beim Rennen zu. Ich erkenne dich, wenn ich dich sehe und sehe den Menschen, den ich lieben lernte und erkenne dich doch nicht. Ich weiß nichts mehr über uns, dich. Ich verstehe nicht, was du willst oder auch nicht willst. Ich will reden, doch ich habe keine Kraft dafür. Bin es leid, dir alle Kraft zu geben. Du gabst mir Wertvolles, Großartiges, sogar viel davon. Aber du hast mich auch weggestoßen. Wurde meine Angst um dich, um uns, deine Fessel? Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass du irgendwann gegangen bist. Du hast dich ein paar Mal umgedreht, aber du bist gegangen. Fort aus unserem Raum, aus dem du deine Erinnerung schon längst in Sicherheit gebracht hast. Und ich bin gefallen. Und alles war plötzlich anders. Dabei warst du so anders, als alles davor, in allem. Auch im Liebeskummer bist du anders. Deshalb brennt mein Herz auch so lange. Ich kann nicht sagen, wie lange es noch rennen wird oder ob es überhaupt aufhört zu rennen. Ich weiß nichts mehr. Doch eines weiß ich. Ich weiß, dass mein Herz nicht ewig rennen kann, selbst wenn es das will. Irgendwann wird es stehen bleiben. Dann werden ich und mein Verstand mein Herz in eine Decke hüllen und ihm einen warmen Kakao geben. Dann werden wir mein Herz aus diesem Raum rausholen können. Und dann kann auch ich diese Tür schließen. Leise. Und vielleicht sogar mit einem Lächeln. Es gibt einen Nachtrag zu diesem Text. Mein Herz hat aufgehört zu rennen und die Tür ist geschlossen. Und ich lächle. Dankeschön. Vielen Dank dir. Ganz schön viel Applaus für so viel Uff. Auch Uff kann schön sein. Auch Uff kann schön sein. Ja, also ich würde da auch so nochmal so ein Stückchen also ich würde schon so da. Ja, dann. Ich denke 7,1. 7,1 klingt nach einer guten Punktzahl. Dafür ein Applaus. Also Leute, der Applaus sollte mindestens 7,1 haben. Nochmal. Wir bezahlen euch hier nicht fürs Nichtklatschen. Das war doch schön. Uff kann ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen einberühren. So, man kennt das ja. Gut, kommen wir weiter zu unserem nächsten Künstler. Er sitzt bestimmt schon voll hibbelig auf der Couch hinter mir. Ach, komm schon. Fabi, okay, jetzt riech mich um. Er ist natürlich voll gechillt. Dann bitte ein 10-Punkte-Applaus für Fabi. Was super praktisch ist, die Lichter sind so hell, ich kann euch alle nicht sehen, denn ich sehe darüber hinweg. Wir hören das Geräusch. Es trifft Flüssigkeit auf Plastik, dann Flüssigkeit auf Flüssigkeit. Wir sehen dabei zu, wie die Person vor uns den Tribut für die vergangene Nacht zahlt. Ein Zittern, ein Aufbäumen, ein weiteres Geräusch, die kurze Erleichterung vor dem weiteren Schub. Wir sinken zurück, versuchen uns zu entspannen. Versuchen, die Geräusche zu ignorieren, während die Person neben uns langsam in den erholungslosen Schlaf sinkt und ich sehe darüber hinweg.
Wir hören das Geräusch, es trifft Fleisch auf Beton, dann Fleisch auf Fleisch. Ich sehe dabei zu, wie die schreienden, brüllenden Personen auf der Straße durch den grauen Schnee am Straßenrand entgegengesetzter Richtung eines unbekannten Ziels wandern. Ich sehe darüber hinweg, obwohl... Ich höre das Geräusch. Ich wollte doch nur einmal Luft schnappen, verschnaufen. Plötzlich hören wir diesen schrägen Ton, wir sehen sie näher kommen, die Gesichter mit Blick zurück, zurück zum Uns, ohne dass ihr ihre Angst bestätigt, glaubend. Ich sehe darüber hinweg, obwohl es... Ich höre das Geräusch. Es trifft Metall auf Metall. Ich sehe dabei zu, wie hunderte, vielleicht sogar tausende müde Gesichter von hier nach dort gelangen. Die anderen ignorierend, genervt und frustriert. Unfähig zu jeder Transzendenz, ohne Beachtung der Konsequenz ihrer fehlenden Differenz. Ich sehe darüber hinweg, obwohl es mich krank macht, obwohl ich mich eigentlich als Teil einer Gruppe sehe, die sich an den Problemen macht, was sage ich an den möglichen Lösungen der menschengemachten Feindseligkeit, der Sympathielosigkeit und der Gleichgültigkeit sieht. Ich lenke von mir selbst, aber soll ich das schon ändern? Dies ist kein Plädoyer für Besserung. Ich sehe darüber hinweg, obwohl die Lösung auf der Hand liegt. Ich will mich nicht in den Vergleich stürzen. Denn was ändert das faktisch? Ist doch so eigentlich ganz praktisch. Wir gehen den Weg unserer Ahnen, doch wer konnte ahnen, dass wir die Zukunft übersehen? Ich sehe darüber hinweg, ich gehe darüber hinweg, ich gehe über den immer kürzer und immer schneller werdenden Weg, Serpentinen auf dem Berg der Gesellschaft. Steige darüber hinweg, über die Liegengebliebenen und bin mir sicher, dass ich belastbarer bin, standhafter sein kann, denn ich kann alles gleichzeitig. Ich sage, es ist nicht derselbe Fluss und sage versteckt hinter meinem Frust, alles sei gut. Am Ende Revision der Situation, ich möchte nicht miterleben, es schadet mir. Aber ich kann nicht weiter ertragen. Warum soll ich nicht eingreifen? Die Chance ergreifen, wenn die Welt versucht zu begreifen, dass es nicht wichtig ist, dass ich abgreife und zugreife, besteht weiterhin die Chance, dass wir. Alles zieht an uns vorbei. Wie die Nacht in umgekehrter Reihenfolge erlebt wird, wie die Straße von den Schreien meiner Mitmenschen durchzogen wird, wie Menschen auf der Suche nach den einfachen Lösungen ihrer Kindheit, die sich bereits an sie erinnern, Straßen durchziehen. Wie die Gleichgültigkeit, na egal. Doch dafür, dass ich könnte, dafür ist mir doch alles eins. Wir basteln uns eine Collage aus alledem, was die Köpfe und Herzen zum Platzen und Schmerzen bringt. Ich sehe überall Gespenster, sie kommen auf uns zu. Doch sie sind durchsichtig und nicht für alle real. Also egal. Das ist alles so einfach, wenn ich meinen Blick abwende, meine Kopfhörer aufsetze, nichts mehr höre, nichts mehr sage, nichts mehr sehe und einfach gehe. Ich sehe darüber hinweg, ich gehe darüber hinweg, niemals zurück. Wir nehmen auch so kleine Wus mit in die Wertung, das sollte man immer bedenken. Das sind so kleine Ausschläge. Und Langzeitklatscher notieren wir uns einzeln. Wir sehen uns am Ausgang. Ja, habe ich so. Ja, findest du? Ja. Ja, dann... Ja. Wir hatten das Wu dabei, das macht's dann. Ja, genau, ich glaube, das Wu und das eine klatschen noch dann so. Herr Ingenieur Messmeister, was kommt denn dabei raus? Also inklusive Wu, den Langzeitcluster rausgerechnet, sind wir bei 5,9. 5,9, dafür einen Applaus bitte. So, gehen wir weiter in unsere Liste. Ich habe gerade ausgerechnet, wir werden bestimmt wieder 5 Minuten überziehen. Aber so ist das nun mal beim Chaos. Das ist ja nicht der Ordnungscomputer-Club. So, als nächstes auf der Bühne. Ich finde es so toll. Letztes Mal hat er noch mitgemacht und war richtig hibbelig und aufgeregt. Und jetzt ist er wieder hibbelig und aufgeregt. Aber das macht ihn auch aus. Er ist so eine quirlige Person und das bringt er auch gut rüber. Lass dich nicht einschüchtern davon. Einen Riesenapplaus für Alex, bitte. Ein bisschen Lötzinn. Hey Leute, ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich hier auf dem Kongress eine dieser LED-Wolken bauen werde und ich habe ein einfaches Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich werde aufmerksam. Der Typ am Nachbartisch, der braucht was? Ich habe ein einfaches Problem, bei dem ihr mir sicherlich helfen könnt. LED-Streifen, ein Arduino Mini Pro, habe ich alles. Mir fehlt nur ein bisschen Lötzinn. Lötzinn? Auf dem Kongress? Das kriegt man doch in einer Minute zusammen. Ja? Ja. Die Aufgabe? Klar. Lötzinn auftreiben. Die Anzahl der Leute, die hier welches besitzen? N. Die Anzahl der Teilbereitschaft? Die Anzahl? Die Teilbereitschaft? Hoch. Die daraus resultierende Erfolgswahrscheinlichkeit? Hoch. Ein Blick in meine Basteltasche? Kein Lötzinn. Gesammeltes Lötzinn nach 30 Minuten? Null. Zweifel kommen auf.
Das kann nicht so schwer sein, sagt man sich. Vielleicht bin ich auch einfach unfähig. Nach einer Dreiviertelstunde Herumfragen passiert es endlich. Via IRC bekomme ich von KPC YSF Unterstützung. Ganz linke Kabine, in der Toilette, neben der Aderbühne, im Spülkasten, bring a hammer. Ich frage, die Toilette mit Pissoir? Jo. Holy fuck, da sind wohl wieder Prepper dabei. So schnell ich kann, renne ich los. Vorbei an einem Sofa, welches durch die Gegend fährt. Vorbei an einer Gruppe CTF-Spieler, die von der Flagge nur noch ein Rob-Gadget entfernt sind. Vorbei an einem Fefe-Interview mit Thilo Jung. Vorbei am Bahn-Mining. Durch ein Techno-Hardstyle-Rave. Überall stehen Schunkgläser. Fast kollidiert mit einem Typen auf einem elektronischen Wolken-Skateboard. Haltend bei einer selbstgebastelten vollautomatisierten Waffelmaschine. This is serious gourmet shit. Und da ist sie, die Unisex-Toilette mit Pissoir. Ich gehe hinein und sage mir immer wieder, linke Kabine, linke Kabine. Eine LED blinkt vor sich hin. Und ein lautes Summen dröhnt auf, als ich probiere, die Kabine zu öffnen. Sie ist verschlossen. Bisschen Lockpicking hier und da, aber das Schloss, es bleibt dicht. Ich schaffe es nicht. Ein Blick auf die Uhr zeigt, eine Stunde ist verstrichen. Die Wut kocht auf. Meine Augen beginnen zu tränen. Ich schnaube und sacke zu Boden. Ich atme aus. Langsam höre ich aus der Kabine nebenan Tastaturgetippe. Aufmerksam höre ich dem beruhigenden Geräusch zu. Es ist die Cherry MX Blue. Beruhigt atme ich aus. Ich muss es auftreiben, das Lötzinn. Noch einmal rufe ich mir ins Gedächtnis. Ganz linke Kabine in der Toilette bei der Adderbühne. Im Spülkasten. Bring a hammer. Die Kabine neben mir ist frei. Eine IoT-Spülung. Ich folge den LAN-Kabel bis an die Decke. Da macht es Klick. Teilt sich etwas vielleicht davon ein Speicherbereich mit der Tür? Beim 32C3 gab es einen Rowhammer-Vortrag. Eine physikalische Schwachstelle, die sich nicht wirklich fixen lässt. Da im Hauptspeicher die Speicherteile so nahe beieinander liegen, kann durch die häufige Benutzung der Operation CL-Flush bei den anliegenden Speicherbereichen ein Bitflip vorkommen. Mit anderen Worten, man schreibt in einem Textbuch mit Tippex und einem Kulik-Bool-Schreiber auf einer Zeile ganz viel, löscht es, bis auf eine Zeile nebenan halt einfach Buchstaben auftauchen. Das macht man sehr schnell und ganz oft. 30 Milliarden Mal pro Sekunde drücke ich auf die Klospülung. Vielleicht kann ich die Tür mit einem Bitflip öffnen. Draußen vor der Toilette. Nico ist das erste Mal auf dem Kongress. Gerade eben hat er sich einen Kaffee gegönnt und zack muss er aufs Klo. Er geht dann in eine Unisex-Toilette und hört etwas nicht Identifizierbares. Neugierig steckt er seinen Kopf in die offene Kabine. So ein Typ klickt so richtig schnell auf einer Klospülung rum. Nico macht sich Sorgen und fragt, hey, alles okay bei dir? Ja, ich brauche nur Lötzinn. Ah ja. Ich kann dir sonst auch was von meinem... Da macht es ganz laut Klick. Ja, Gottverdammt, ja! Der Spülmann springt auf, rennt in die benachbarte Kabine. Gekonnt demontiert er den Spülknopf von der Wand. Er holt eine Spule Lötzinn aus der Öffnung und sprintet heraus. Nico steht baff da. Er guckt herum und findet Augenkontakt. Eine unbeeindruckte Dame steht neben ihm in den Kabinen. Sie hat das gesehen, ihr Geschehen beobachtet. Und sie fragt freundlich, dein erster Kongress? Danke. Vielen Dank, Alex. Schön, es ist die Kongressrealität. Okay? Ja, ich sehe schon. Da muss man den Finger da wegnehmen, ich sehe das nicht. Ja, also, das ja, ist also, andere das, Zeile, Torben, andere Zeile. Ach so, ist ja. Also, ich würde da so, ich würde da so, ne? Ich glaube auch. Ja. Dann geben wir doch mal wunderbare 8,4 Punkte. Danke dafür, Alex. Das notiere ich mir, bevor ich es wieder vergesse, wie eben gerade. Und da muss ich ja noch einwerfen, so. Es ist auch nicht so schlimm, denn für unseren nächsten Slam habe ich wieder keine gute Einleitung, aber dieses, man findet alles auf dem Kongress, das ist ja wirklich wahr. Es gibt die Story, die ich erst dieses Jahr gehört habe, bei uns im Blog war. Also wir hatten da mal so ein Labelgerät in Hamburg noch, das war kaputt. Dann haben wir im Heaven angerufen und waren so wie, habt ihr da vielleicht jemanden so zufällig, der so mit Labelgeräten kann und so, ja, Moment, lass mich gucken. Ja, hier ist jemand, der macht das beruflich, der kommt gleich vorbei.
Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Er fragte auch nach dem Typ des Labelgerätes und gab dann schon eine Schätzung ab, was es sein könnte. Seitdem kümmert er sich um Labelgeräte bei uns. Danke dafür. Also, das Labelgerät, was auf Schrumpfschlauch drucken kann. Egal, wir haben keine Zeit. Wir wollen unseren Künstler nicht aufhalten. Ich bin sehr gespannt, was er dieses Mal zu erzählen hat. Vielleicht verstehe ich ihn auch dieses Mal dabei. Einen großen Applaus für Valerio, bitte. Ja, hallo, ich bin's wieder, der von vor der Pause, genau. Ich bin heute zum ersten Mal hier auf dem Kongress und nur zwei kurze Sachen. Heute Abend bin ich angekommen, ich habe schon meine Schuhe verloren, wenn sie jemand findet, ich kann sie brauchen. Und das Zweite, ich habe mir irgendwas eingeklemmt, wenn jemand so ein Wärme-Superpflaster hat, das nehme ich auch sehr gerne. Also, noch ein bisschen mehr zu mir als Menschen. Ich habe tatsächlich vor zwölf Jahren eine Ausbildung zum Informatiker abgeschlossen auf der städtischen Verwaltung der Stadt, wo ich wohne. Und ich habe da früh gemerkt, dass man nicht alles glauben muss, was sie einem erzählt. Zum Beispiel musste ich im ersten halben Jahr musste ich das Zehnfingersystem lernen. Und das habe ich natürlich gelernt, warum auch immer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, sieben Finger reichen eigentlich vollkommen. Und dann haben wir noch drei Finger, mit denen man super praktische Sachen machen kann. Zum Beispiel ein Mojito halten oder so. Und deswegen glaubt nicht alles, was ihr in der Ausbildung lernt. Ich habe jetzt noch einen Text aus dieser Zeit für euch dabei. Der geht so. Also... Frühmorgens, lange bevor du dich an deinen Desktop setzt, den Computer startest und deine Mails schon checkst, lange bevor du deine Bürogespändli kräftig begrüßt, das war Schweizerdeutsch, sorry, und bevor du dir am Morgen deinen Kaffee versüßt, da brummelt's hier schon in diesem summenden Ton, als ob hunderte Hummeln zum Rumlungen herkommen. Hier ist es kühl, doch so muss es sein. Denn im Arbeitsgewühl heizt es richtig ein, auch die heißeste Abluft, die ist da schon. Also coolen die Kühler die Situation. Hier herrschen die richtig gewichtigen Files, hier herrschen die Bits, hier herrschen die Bytes. Sie werkeln gewitzt und warten bereits, auf dass du bald klickst, neue Daten verteilst. Hier herrschen die Server, die in Racks rumstehen und aus ihrem Nabel vergabeln sich verhaderte Kabel und laden seit Tagen Geschwader von sich labenden Daten, ohne Ruhe zu haben. Riesige Räume in Subetagen, Computer beladen mit mutigen Stapeln von wuselnden Daten. Fühlst du ihn mit mir, diesen schönen Traum? Du kommst hier nicht rein, das ist der Serverraum. Geh noch weiter. Okay. Hinter Sicherheitstüren gesichert, verschnürt und verschlossen, nach außen bleiben Gäste hier draußen. Ob Dieb oder Hacker, ob miefender Cracker, ob liebloser Rapper, ja, nicht mal dein Vetter, egal was ihr euch traut, ihr kommt hier nicht rein, denn dies ist sicher gebaut und bleibt auch so sein. Egal ob gegen bebende Wände und tobende Stürme, sich erhebende Brände und Gottesgesöhne, erhält hier die Sicherheit echt viel Geltung für die sensiblen Daten im Rechenzentrum. Und hier lagert einfach alles. Willst du mal schauen, wie die Tramli heute wenden, also sind Straßenbahnen bei uns. Wer erhält hier wie hohe Renten? Wer muss warum, wo, was noch verpfänden? Oder interessieren dich die E-Mails der Stadtpräsidenten? Krankenhacken, Tankwartfacken, welche Gärtner wo was hacken, Schulaufsätze, Parkhausplätze und das Bahndurchsaggeschwätze, Reinigungspläne, Vereidigungsszenen, im Spital vernähte Venen, Entmündigungen, Kündigungen, in Kantinen servierte Rindenzungen, alles liegt hier abgelehnt, Daten, Daten, wo man steht, das macht dich schon gewundrig und du möchtest schauen, du kommst hier nicht rein. Das ist der Serverraum. Ich glaube, ich bin verliebt. Denn tief in meinem Innersten fühle ich den Piep, Piep. Und wie die Geräte hier piepen und fiepen und schniepen, wie hier alles singt und klingt, stimmig schwingt zu dem Piep, Piep. Ich fühle den Piep, Piep, den Piep. Beat. Dieses Rattern und Klackern und Tackern und Flackern, das mir das Piep gibt, den Piep, Piep, wenn die Ohren nur Schönes empfinden, weil die Server zu röhren beginnen, mit hohen und höheren Stimmen, als ob von Emporen die Chören und singen. Dieser Piep, Piep, dieser Piep, Piep, dieses Rattern und Klackern und Tackern und Flackern, dieses Piep, 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 Piep. Oh, wie es mich belebt, mich stets bewegt, mir nahe geht, mich gepflegt, erregt. Du möchtest das sehen, du stehst schon am Zaun. Du kommst hier nicht rein. Das ist der Serverraum. Ha, Obacht, Obacht, Obacht.
habe ein bisschen geflunkert, ein bisschen gelogen. Natürlich kommst du rein, musst nur wissen, von wo. Am richtigen Ort, mit dem richtigen Badge und dem richtigen Job bist du richtig gesetzt. Als Fachperson, so als krasser Dude, lenkst du die Server und sicherst sie gut. Plötzlich hast du die Bytes im Blut. Da bist du Informatik-Root. Darum mach dich bereit und stell dich drauf ein, denn mein Beep-Beat kann auch dein Beat sein. Vielen Dank. Holy shit! Guck mal hier, also da müssen wir, also da müssen wir. Also. Sorry, also, ganz ehrlich. Zum Glück hat das Ding ein Planetengetriebe. Leute. Also da können wir ja eigentlich nur, oder? Das ist schon ziemlich dicht dran, ne? Das ist also, bedarf nochmal einen ziemlich krassen Extra-Applaus. Denn das sind einfach mal 10 Punkte. Applaus bitte. Der Hammer. Also, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Und dieser Abend ist ja noch gar nicht vorbei. Obwohl schon fast, aber uns erwartet gleich wieder eine kleine musikalische Nummer noch zum Abschluss. Da freue ich mich drauf. Ich bin da ein Freund von. Schreib's auf. Ich hätte es bestimmt vergessen. Deswegen bin ich da. Aber das meine ich so, wenn das Ganze so in Herz und Seele reingeht. Relativ nächste gut Runde. Aus. Jeopardy-Theme. 3, 2, 1. Ich hätte das Tempo mit dazu sagen sollen. Das mittelt sich. Ich weiß auch nicht, auf was für einem Elektro-Remix von dem Ding ihr da gerade rumstampft, aber es ist schon ein bisschen wenig Bass, ja, aber. Nächstes Mal Metronom mitnehmen. Schön. Kim, bist du bereit? Ja. Lass uns das lieber jemanden machen lassen, der weiß, was er tut. Ich höre Feedback. Feedback. Also, gutes oder Feedback. Feedback. Gutes Feedback. Oder schlechtes. Er sitzt hier schon. Wir wissen es ja. Aber komm, gib dir doch mal einen Riesenapplaus. Einen Riesenapplaus für Kim, bitte. Die Geschichte zu dieser Gitarre. Wir haben halt früher entschieden, ich spiele heute Abend hier Gitarre und ich hatte keine Gitarre und deswegen musste ich eine Gitarre finden. Also bin ich zum Lob gegangen und der Lobheldest wusste nicht, wo man eine Gitarre herbekommt, hat mich aber zum Himmel geschickt, weil der Himmel einen größeren Twitter-Account hat. Und der Himmel hat aber gesagt, nee, machen wir nicht. Also wenn du uns sagst, wir sollen hier twittern, machen wir nicht. Aber du kannst zum Speakers-Desk gehen und wenn die uns sagen, dass wir twittern sollen, dann twittern wir. Also bin ich zum Speakers-Desk und dann war ich beim Speakers-Desk, die haben mich zum Stage-Management geschickt, haben aber auch gesagt, wenn du das twitterst, retweeten wir das. Und außerdem rufen wir den Infodesk an und der Infodesk retweetet das dann auch. Und dann war ich aber erstmal beim Stage-Management und die haben gesagt, vielleicht sollte ich nochmal zum VOG gehen, weil das VOG ja hier die Technik macht mit der Gitarre, ist vielleicht auch relevant. Also war ich dann irgendwann mal beim Infodesk, da saßen 4 Leute und nur einer wusste Bescheid, dass er diesen Tweet retweeten sollte. Und dann bin ich irgendwann zum VOG gegangen und die Leute sagten, wer bist du und warum erzählst du mir das? Und dann sitze ich jetzt hier mit der Gitarre. Ich hoffe, das zählt nicht zu meiner Zeit. Ich will ein Lied singen über Schuld. Auf geht's. Als pure Routine. 40 Mal auf der Bühne. Wenn ich hier, dann woanders. Ich glaube, ich kann das. Doch dann und wann kommt so ein Abend daher. Da gibt's für mich keine Artikulationen mehr. Und ein paar lallende Stunden beginnen ihren Lauf. Und ich wach nächsten Tag mit einem Kater auf. Durch die Wohnung, da streunen Othello und Quinten beides männliche Katzen. Und in mir beginnt, wenn ich zu schnell die Glieder bewege, ein Gefühl der Erschöpfung. Vielleicht war das doch gestern zu viel. Und dann versuche ich zu denken, beginne die Reflexion, Herr meiner Sinne. Ein klares Bild fügt sich schon nach kurzer Zeit. Und mir wird gewahr, es war glasklar. Das dritte Glas Wein, das dritte Glas Wein. Nicht
nicht das erste oder zweite, nein, nein, das dritte muss es sein. Denn das vierte scheidet völlig aus und das fünfte war's auch nicht, denn das ging aufs Haus und das sechste, das war für ein Urteil zu schnell leer und danach, ich erinnere mich nicht mehr und die Schuld an meinem Kopf trägt allein das dritte Glas Wein. Hätte ich das nur vermieden, wär ich nüchtern geblieben. Hätte ich das nur vermieden, wär ich Jungfrau geblieben. Und schon wieder Routine, diese pure Routine. Leichtes Spiel, ernste Miene, Zeile für Zeile. Schnell und in Eile. Doch manchmal, da kommt so ein Abend daher, ja, da habe ich keine Ideen mehr. Und dann habe ich keine Ideen mehr. Ja, dann gibt's einfach keine Ideen mehr. Die Leere umgibt mich und mit dir das Nichts, diese Leere ist hier. Und ich hoffe, bald klickt's und eine weitere Strophe entsteht durch Magie. Aber leider Gottes passiert das nie. Und dann versuche ich zu denken, beginne die Reflexion, Herr meiner Sinne. Ein klares Bild fügt sich schon nach kurzer Zeit und mir wird gewahr, es war glasklar, der 13. Reim. Der 13. Reim, nicht der 11. oder 12., nein, nein, es muss der 13. sein. Denn die 14 scheidet völlig aus, auch der 15. klappt nicht, es ist mir ein Graus, ganz schlimm wird's mit Nummer 16, ich seh keine Chance mehr für Hashtag 17, oh je, yeah, die Schuld an der Trivialität meiner Texte, je länger das geht. Diese Schuld, ja, die trifft allein den 13. Reim. Hätte ich den nur vermieden, wär's niveauvoll geblieben. Hätte ich den nicht geschrieben, wär ich Jungfrau geblieben. Und schon wieder, oh nein, 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 nein. Immer nur Schuld, 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 das kann's doch auch nicht sein. Diese pure Routine, die uralte Schiene. Doch dann und wann, ja dann und wann, dieser Abend, wenn er kommt, ja dann, was kann man da nur tun? Wer ist schon dagegen immun? Und wie kann ich mich davon befreien? Wie kann ich mich davon befreien? 3000 Mal schreien, 3000 Mal schreien. Nicht nur 2768 Mal, nein, nein, es muss durch 3 teilbar sein. Vielfache von 4, die scheiden völlig aus, auch von 2816. Wie sähe das auch aus? Ja, ja, KGV sicher schon die Kritik. Doch hier geht's um Musik und nicht Mathematik. Und jetzt schrei, so leise es geht, aber schrei, komm schon, schrei, unentwegt stillgelegt, schrei, so leise es geht, dass dich keiner hört, dass dich niemand versteht, komm schon, schrei, so leise es geht. Schrei, komm schon, schrei, unentwegt stillgelegt, schrei, so leise es geht, dass dich niemand hört, dass dich keiner versteht. Ihr müsst mir den Ärger verzeihen, ich nehm noch einen Wein. Vielen Dank, Jim! Vielen, vielen Dank! Wow! Unser letzter Beitrag für heute. Du hast ein bisschen überzogen,
Aber wir wollen es dir nicht übernehmen, weil die Story am Anfang war zu gut. Vielen Dank dir. Das ist schön. Was sagt denn hier unser geprüftes, geeichtes Dingsi? Na, eigentlich verarschen wir die Leute ja. Das hat ja ein Display. Ja. Wir müssen da ja gar nicht groß interpretieren. Das ist ganz klar eine 7,1. Ja. Eine 7,1? Eine 7,1! Und das hat einen Applaus verdient. So. Dann. Rechne das doch nochmal schnell fix alles aus und so. Denn in der Zwischenzeit machen wir nochmal so ein bisschen wie beim ESC, so Interview. Da setze ich mich mal mit auf die Couch und bin so wie, na? Und wo lasst ihr euch das Sofa hinliefern, wenn ihr es bekommt? Ihr könntet es auch an eine Assembly schicken, wo es richtig unnütz und unnötig ist. Oh ja, ein Handmikrofon. Wunderbar. Also das wäre so auch mein Tipp, vielleicht so einfach... Im Kidspace ist zu offensichtlich so, aber halt in so eine winzig kleine Assembly so ein großes Sofa reinstellen, das wäre doch was. Kin, wo würde für dich das Sofa hingehen? Auf den Helpdesk-Container im Lock. Das darf ich nicht, oder? Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Ich glaube, das ist gegen Baubestimmungen. Gib das doch mal weiter. Alex, an wen würde das Sofa gehen? Ja, zu Cyclopropenylidene. Gesundheit. C3 Hartz, also CCC Hamburg. Also, wichtige Frage ist, wer von euch möchte denn das Sofa am liebsten haben? Ja gut, also Hatta Bosch wie Wien hat gerade irgendwie gesagt, dass die das haben wollen. Dann landet das bei mir, das will ich nicht. Okay. Das landet dann auch bei Torben und der hat das irgendwie hier besorgt, das ist alles nicht gut. Aber wir werden da schon los. Pia, wo soll das Sofa hin? Die Frage ist ja, wie kriegt man es an einen Ort, wo es möglichst sinnlos wirkt und wie bekommt man es da auch am schwersten wieder weg? Und da wäre mir jetzt mein erster Gedanke, der Teich unten im CCL. Damit sich möglichst niemand draufsetzen kann, beziehungsweise wenn es einer tut, man schön fragen kann, wie er das gemacht hat, ohne nass zu werden. Wir haben uns mit unserem Lieferzeitraum weit aus dem Fenster gelehnt, merke ich gerade. Mal in den Raum gefragt, wer würde die Challenge akzeptieren? Ja, nee, könnt ihr vergessen, ihr seid nämlich alle zum Abbau nicht mehr da. Gib das mal weiter, komm, sag mal, wo landet das Ding? Wo landet es, wenn du's? Ich würde es, glaube ich, in den großartigen Vorgarten der Radiostation des Radio Karls stellen. Wo ist das denn? Ja, ein paar kennen es, das die Coolen hier. Da. Okay, wir schon. Ja. Wir schauen einfach mal, wo wir es gleich hinbringen. Im Zweifelsfall lagern wir es wieder ein und es gibt es nächstes Jahr erstmal. Herr geprüfter Eichgeräte, Bedienmess Heini. Leo ist, war der Name. Das ist der korrekte Titel übrigens. Seid ihr auch so aufgeregt? Ja, die erste amtliche... Mach's doch mal so von hinten vielleicht. Oder ja, so. Genau, das habe ich mir auch so gedacht. Also die erste amtliche Hochrechnung ist durch. Und wir haben einen großartigen Platz 5, das ist fast schon Treppchen, mit 11,8 Punkten, Tobi. Fabi. Torben kann nicht schreiben, der ist schuld. Du hast einen neuen Namen gewonnen. Auf Platz 4, die Stufe unterm Treppchen, haben wir mit 13,6 Punkten, und einen kräftigen Applaus hat das verdient, Pia. So, jetzt wird's. Jetzt gibt's mit Tabak. Oh, warte, altes Poetry Slam Spielchen, was ich nicht machen konnte, weil wir es nicht richtig hatten. Aber jetzt kommt das Finale. Oh, krass. Uiuiui. Das kann ja heiter werden. So, auf dem dritten Platz mit 15,2 Punkten, das ist schon eine ganze Menge, ja, klar schon. Haben wir. Er wohnt in Halle 4. Er trägt einen Bademantel, es ist Kin. Ein großer Applaus. Vielen Dank für diesen schönen Formatbruch heute. Es war echt geil. So, jetzt wird spannend. Also, willst du jetzt gleich den ersten dann sagen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Mach das doch mal. Wir können ja gleichzeitig. Aber das kriegt wieder keiner mit. Nee. Okay. Ich finde das blöd, den zweiten nicht zu nennen. Ja. Deswegen jetzt mit 15,6 Punkten. Exlex. Alex hat den zweiten Platz, einen riesengroßen Applaus. Und damit bitte nochmal einen krachenden 10-Punkte-Applaus für unseren Gewinner, Valerio. Komm, steh auf. Nimm
Nimm deine Buddel-Antifa-Area mit. Nein. Aber wir machen das gleich in der Bühne. Bitte, bitte, aber nochmal einen riesengroßen Applaus für alle Poeten des Abends, für alle Menschen, die es machbar gemacht haben, für das C3-Log, für die Stage-Manager, für die Translators, die viel zu hart hier arbeiten müssen, für alle, die ganzen Engel. Ich weiß auch nicht mehr, wem man noch alles hier danken soll. Es war mir eine Freude und vor allen Dingen vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt sicher nach Hause, trefft uns an der Bar gleich. Tschüss. Ich glaube, das Handmikro möchte noch einmal reden. Ja, jetzt darf ich. Bevor ihr alle geht, dürft ihr noch einmal einen ganz, ganz tollen 12-Punkte-Applaus für unseren großartigen Moderator an diesem Abend vergeben. Bitte, jetzt. Dankt ihm, dass er es gemacht hat. Danke an das Maßband. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Cool. Thank you.